Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal der Kathi Weber Herzenssache. Ich selber bin Kathi Weber, zweifache Mama, ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg und Gründerin der Kathi Weber Herzenssache. Mit meinen Angeboten möchte ich dich unterstützen, wirklich zu verstehen, was dein Kind sagen möchte mit seinem Verhalten und dir helfen, eine Elternschaft zu leben ohne Belohnung und Bestrafung, stattdessen in Verbindung mit deinem Kind. Und hier kommt jetzt ein Gierolf-Tanz. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit und vor allen Dingen Impulse. Und ich habe eine Vision. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Und dabei kannst du mich effektiv unterstützen in meiner Wirksamkeit mit einem Like, einem Kommentar und deinem Abo. Also kommentiere am besten sofort, was du für Impulse aus diesem Gierolf-Tanz für dich, deine Elternschaft mitgenommen hast. Ich freue mich drauf. So, also dein Kind hat einen Wutausbruch, tritt dich, schlägt dich, ist außer sich. Was könnte passieren? Hör auf mich zu schlagen, wenn du mich noch einmal schlagst. Wenn du mich noch einmal schlagst, ist das klar? Hier wird nicht getreten. Stopp, hier wird nicht getreten. Stopp, nein, getreten wird nicht. Nein, nein, stopp, 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 nein, aus. Geh in dein Zimmer, wenn du noch einmal dann. Also völliger Kampf, völlige Trennung. Was kannst du tun, wenn dein Kind dich tritt oder schlägt? Und das in Verbindung lösen. Hey, das ist eine herausfordernde Situation. Wichtig ist, wie so oft in diesem Moment, dass dein Kind es nicht macht, um dir bewusst weh zu tun, um dich zu ärgern. Das ist gerade die bestmögliche Strategie, die deinem Kind zur Verfügung steht, um dich auf ein unerfülltes Bedürfnis aufmerksam zu machen, um sich zu kümmern. Das ist natürlich eine Form, die deine Grenze überschreitet, denn es geht ja hier um deinen Körper und um die körperliche Gesundheit und deine Grenze hier. Und jetzt passiert ja oft Folgendes. Ne? Da habe ich der Kathi, habe ich schon ein bisschen was gehört und mir angeguckt und habe gelernt, dass ich da eine Grenze sage und sage, mein Kind tritt mich. Ich sage, aua, stopp, getreten wird nicht. Was passiert? Tisch. Stopp, getreten wird nicht. Stopp, getreten wird nicht. Da kommen wir nicht weit mit, ne? Dein Kind braucht gerade Hilfe, das zu schaffen, aus dieser Spule rauszukommen und zu lernen, eine andere Strategie zu finden, mit den starken Gefühlen umzugehen. In diesem Moment, wenn dein Kind einen Wutausbruch hat, schlägt und tritt, macht dieses, du bist gerade total wütend, du bist sauer, weil du wolltest selber entscheiden, überhaupt keinen Sinn, weil dein Kind hört überhaupt nichts, weil das ist außer sich und tritt und schlägt. Jetzt versuche ich, wie ich das darstellen kann. Was mache ich, wenn mein Kind wütend ist und auf mich zugeht und anfängt, mich zu treten? Dann werde ich wahrscheinlich, also ich habe leider nur zwei Hände, ne? Dann werde ich wahrscheinlich ein Kissen nehmen oder ich halte mein Kind dahin treten, wo niemand ist, ja? Dahin treten, wo niemand ist. Dein Kind kann treten, solange alles andere und alle anderen heile bleiben, ja? Wenn es schlägt, auch hier entweder Kissen oder Charlie, hoppsa. Oder mein Kind schlägt, halte ich hier die Hände an den Handgelenken fest und mache die Bewegung mit. Die Bewegung darf bleiben. Nur ich bin verantwortlich für den Schutz meines Körpers, nicht mein Kind. Ich übernehme die Verantwortung für meine Grenze, für meinen Schutz. Das Kind ist gerade außer sich und die Gefühle kommen raus. Spucken, treten, schlagen ist für mich alles in Ordnung, solange alles und alle heile bleiben. Und dabei helfe ich meinem Kind. Das heißt, ich bringe es in eine Richtung, zum Beispiel spucken. Sage ich, stopp, gespuckt wird dahin, wo niemand ist. Oder hier ins Waschbecken. Ich nehme mein Kind und sage, spuck ins Waschbecken. Da kannst du reinspucken. Lass die Wut raus. Ja? Und die innere Haltung, dass du dein Kind dafür nicht verurteilst, was es da gerade macht. Wir wurden ja bestraft fürs Treten, fürs Schlagen. Man spuckt nicht, das ist widerlich. Wurden wir verurteilt, abgelehnt. Ich lehne mein Kind dafür nicht ab, sondern ich sage, okay, mein Kind ist gerade offensichtlich total überfordert, unzufrieden, ärgerlich mit einer Situation und hat gerade diese bestmögliche Strategie und ich kümmere mich um meinen Schutz und helfe meinem Kind, einen Weg zu finden, sodass alle heile bleiben und alles heile bleibt. Wir können auch irgendwann, sagen wir mal so, ne? Ja, ich spreche gar nicht viel, ja? Sag, ich bleib heile, du bist sauer, ja. Und irgendwann wird es langsamer. Es wird irgendwann langsamer. Ich werde auch aufpassen. Es kann auch sein, dass mein Kind tritt und rumrennt. Ich bin wie so ein, ich laufe mit rum, ne? Und wenn es dann einen Stuhl nimmt oder hier so ein, das, ne? Dann gehe ich hin und pack das. Ja, ich pack das, ich halte das. Ich übernehme die Verantwortung.
Und irgendwann wird es nachlassen. Und irgendwann sitzt dein Kind da, möchte dich aber noch weghaben. Dann setzt du dich so daneben mit Abstand, atmen zusammen. Und ich würde erstmal sagen, so, boah, das war hart. Es war für dich auch total anstrengend, mit Sicherheit, immer wieder in die Haltung zu kommen, dass du dein Kind nicht ablehnst dafür. Das kenne ich bis heute. Wenn ich einen krassen Wutausbruch habe bei einem meiner Kinder, brauche ich, ich nutze diesen Wutausbruch, um immer wieder in meine Haltung zu kommen, immer wieder mir selber Einfühlung zu schenken, damit ich am Ball bleibe. Nur glaubt man nicht, dass ich immer sage, ah, super, Wutausbruch, kein Problem, das machen wir doch mit links. Ist für mich bis heute anstrengend. Ist einfach so. Darf es ja auch sein. Also wir sitzen da, boah, das war anstrengend. Ja. Oh. Und irgendwann wirst du die Nähe haben dürfen. Im besten Fall landet dein Kind irgendwann hier, ja, oder nebeneinander, kommt aufs Alter dann. Ich würde immer noch nicht viel sagen. Irgendwann so, du warst so wütend. Ja. Ist die Wut noch da? Bist du traurig? Ja. Bist du ein bisschen traurig? Und dann käme vielleicht, weil du wolltest es gern selber entscheiden, wie viel Fernsehen du guckst oder wie viel Süßigkeiten du isst oder was auch immer. Ja, und jetzt habt ihr das einmal durchlebt. Glaubt man nicht, dass das letzte Mal war. Dein Kind wird nicht, weil ihr jetzt einmal du die Grenze gesetzt hast und ihm gezeigt hast, hier ist Stopp und so und ich schütze mich. Das braucht ganz viele Male und das machst du. Und du schützt dich und deinen Körper und guckst, dass die Sachen heile bleiben. Und hinterfragst vielleicht auch, warum wird mein Kind gerade regelmäßig wütend? Sind das vielleicht ähnliche Situationen? Was ist der Auslöser? Was sind die unerfüllten Bedürfnisse? Und wie kann ich dieses Bedürfnis vielleicht im Alltag proaktiv erfüllen, damit es weniger Wutausbrüche bekommt? Ich sag nur, das war jetzt hier schon die, ja, schon auch eine Form von Schutzschild, auch eine Form von schützende Gewalt, Videotraining, elterliche Macht, fürsorglich einsetzen, gibt es einen Haufen Rollenspiele dazu. Charlie, vielen Dank fürs Mitmachen. Und hauen ist okay, solange alle heil bleiben. Sand werfen übrigens auch, ne? Wirft mein Kind mit Sand auf mich zu, sage ich Stopp, Sand dahin, wo niemand ist. Und wenn mein Kind das nach der Aufforderung nicht hinkriegt, es in die andere Richtung zu werfen, gehe ich hin und drehe mein Kind. Es kann sein, dass wir ins Gerangel kommen. Diese Berührung brauchen Kinder manchmal auch einfach. Es ist nur ein Unterschied, mit welcher Haltung du dein Kind festhältst. Ne? Nämlich mit der Haltung, dass dein Kind in Ordnung, so wie es ist, in Ordnung ist, so wie es ist. Und dass du deinem Kind hilfst, klarzukommen, statt zu sagen, es ist unmöglich, was mein Kind macht. Widerlich, wenn du das noch einmal machst. Und ja, ich glaube, ihr habt es verstanden, oder?